Hallo und herzlich willkommen zur Prognose der Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen. Das letzte Spiel des 29. Spieltages in der ersten Bundesliga am Sonntagabend. Die Aufstellung beider Mannschaften übernommen von kicker.de. Das Erstaunliche ist, beide Mannschaften wollen die Punkte haben für die Europa League. Leverkusen, um international überhaupt zu spielen, brauchen sie den Sieg heute in Hamburg. Und deswegen wird die Partie auch wahrscheinlich sehr spannend werden. Aber gleich dazu mehr im Spiel. Und los geht's mit den ersten 45 Minuten der Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen. Hamburg mit Anschluss. Tja, wenn beide Europa League spielen wollen, brauchen sie die Punkte. Besonders Leverkusen will international spielen, dafür brauchen sie Punkte. Aber jetzt ist eher ein Angriff der Hamburger in Sicht. Den die Leverkusen auch gleich berät, doch wieder Hamburg im Ballbesitz. Berg. Auf Skillebert. Berg. Petric. Ilisevic. Ilisevic schießt über den Kasten. Hier nochmal. Ilisevic schießt. Und der geht über den Kasten, wurde aber abgefälscht. Deswegen Eck für Hamburg. Ilisevic wird ihn ausführen. Und ein Westermann, der köpft den Ball nicht richtig. Und Leverkusen kriegt den Ball raus. Cutlet jetzt auf Renato Augusto. Mit langen Pass nach oben zu Schürrle. Aber kein Problem für Drobny. Er kriegt den Ball locker. Langer Abwurf. Leverkusen jetzt wieder im Ballsitz. Daddy Mann. Schürrle. Fehlpass auf Ilisevic. Jarolin. Burma. Jarolin. Westermann. Augo. Ilisevic. Jarolin. Petric. Berg. Ilisevic ist auf dem Hügel gegen Cutlet. Jarolin. Berg. Petric. Und Leno kommt noch dazwischen. Rollt den Ball zu Toprak, der zu Rolf ist. Castro jetzt auf dem Flügel. Da ist Kiesling oder Westermann. Westermann kann sich durchsetzen. Pass zu Drobny. Drobny schießt den Ball weg und klärt ihn jetzt. Aogo. Berg. Aogo. Und wieder Berg. Und Petric. Jetzt kommen sie näher. Die Hamburger. Petric. Schießt und trifft das Tor. Nach 19 Minuten für der Hamburger SV um 1:0 durch das Tor von Bulan Petric. Hier nochmal schön. Petric setzt sich gegen Friedrich durch. Schießt und trifft den Kasten. Das war der falsche Knopf. 1:0 für den Hamburger SV nach fast 19 Minuten. Und schon verliert Leverkusen den Ball wieder. Und wieder geht's nach vorne los. Hamburg wieder ein Angriff. Petric, der Torschütze gegen Renato Augusto. Pass zu Ilisevic. Aber den wird durch Abwehrfehler. Jetzt war es aber ein ganz klarer Fehler. Petric schießt und Leno kriegt den Ball noch. Hier nochmal, Petric steht frei, kein Leverkusener greift ihn an, er schießt und Leno kriegt ihn. Ecke 2 für Hamburger SV, Ilisevic wird ihn ausführen, unten steht Jansen, köpft ihn und Leno kriegt ihn. Hamburg jetzt mit Petric
am laufenden Band. Im Ballbesitz. Burma jetzt. Ja, Karolin. Burma. Ilisevic wird gleich von zwei Leverkusen attackiert. Renato Augusto. Katlet. Derdiok. Reinhardt. Derdiok. Katlet jetzt unten auf dem Flügel. Die Seite ist fast frei. Augusto. Rolfes. Schürrle. Augusto. Katlet kriegt den Ball nicht, fällt hin, es gibt aber Einwurf für Leverkusen. Katlet, Derdiok, Derdiok verliert den Ball, jetzt Hamburg im Ballbesitz, Jarolin, Berg, Jansen. Schön rausgespielt auf Berg gegen Toprak und Castro, aber Berg kann den Ball sich jetzt wieder nehmen. Und der Fehlpass, Castro spielt den Ball aber aus. Einwurf für Hamburg. Es steht 1-0 für Hamburger SV nach einem Tor nach 19 Minuten. Wir haben es gleich schon die 33. Minute. Ilisevic schießt einfach mal aus der Ferne. Friedrich wehrt ihn ab. Katlet will den Ball rausbekommen. Schafft es auch. Derdiok jetzt auf Augusto. Und wieder Derdiok gegen Manzien. Augusto jetzt. Pass zurück zu Derdiok. Die Leverkusener machen mal ein Spiel nach vorne und sie... Sieht bislang für sie gut aus. Schürrle. Schürrle schießt, aber am Tor vorbei. Kurzer Pass, aber Hamburg versucht wieder einen Angriff anzuleiten. Petric. Burma, Petric. Burma, Petric. Und Ilisevic rennt Katlet davon. Könnte Flanke. Versucht zu flanken, war aber nichts. Es gibt Abstoß vom Kasten. Ein langer Abstoß nach vorne. Augusto sichert sich den Ball, verliert ihn aber auch gleich wieder. Jetzt Jansen. Gleiches Halbzeit, Hamburg führt 1-0. Skelebret. Ilisevic. Unten ist Burma. Gegen Katlet, zurück zu Ilisevic. Auf dem anderen Flügel ist Aogo. Aogo zu Jansen, aber da Castro ging dazwischen, verliert den Ball. Aber Hamburgs Abwehr steht sicher. Westermann, Ilisevic. Burma. Könnte schnelles Spiel machen. Pass zu Ilisevic. Petric. Berg. 2 Minuten werden nachgespielt. Jansen, Berg, Petric. Versucht die durchzukriegen, geht aber nicht richtig. Leverkusen profitiert aber davon nicht, denn wieder Hamburg hat den Ballbesitz. Ilisevic. Skelebret. Burma. Petric. Petric. Verliert Dimmer. Meckert rum. Aber es geht weiter. Petric ist wieder im Ballbesitz. Petric schießt und trifft den Kastner. 45 Minute, 2-0, das zweite Tor vom Laden. Petric hier nochmal. Petric schießt und trifft den Kasten. Es steht gut. 2-0 für den Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen. Und Halbzeit haben wir es. 2-0 für Hamburger, mit Hamburger Sportverein. Beide Tore durch Petric. Wir sehen uns dann gleich wieder mit der nächsten Hälfte. Und los geht's mit den zweiten 45 Minuten. Leverkusen jetzt mal im Ballbesitz. Schürrle. Rolfes. Kießling. Reinhardt. Rolfes. Schürrle. Castro. Rolfes. Verliert den Ball durch einen Fehlpass. Jansen jetzt. Jaroli. Ilisevic. Petric. Oben ist Burma gegen Friedrich. Jaroli. Petric. Berg. Berg. Und Leno kriegt den Ball.
Langer Abstoß, doch Hamburg hat den Ball wieder. Jansen. Berg gegen Toprak. Ja, Berg wird nicht angegriffen. Pass zu Skelebert. Versucht zu schießen, wird abgeblockt von der Leverkusener Verteidigung. Petric. Petric. Ilisevic. Petric war beim Abseits. Hier nochmal ganz knappes Abseits von Ilisevic. Gut gesehen vom Linienrichter. Es gibt Auswechslung. Türe kommt für Ilisevic bei Hamburg und Ballack kommt für Reinhardt bei Leverkusen, was vielleicht nicht so realistisch sein wird, die Einwechslung. Bei Leverkusen zumindest. Cutlet jetzt. Und Augusto vernimmt den Ball unter seiner Kontrolle. Jetzt aber Rolfes, nachdem er einen Zwischenstopp bei Ballack eingelegt hat, Castro und verliert den Ball. Hamburg wieder auf dem Vormarsch. Jansen kriegt ihn gegen Castro und verliert ihn auch. Und es war nicht im Aus der Ball. Schirle. Castro. Rolfes. Fast eine gute Stunde schon gespielt. 2:0 für den Hamburger SV und Leverkusen macht Druck mit Angriff. Kiesling, Castro. Castro müsste flanken. Pass zu Rolfes. Rolfes, Augusto von hinten über dem Kasten. Droppen jetzt. Mit einem Abstoß. Mit einem weiten Abstoß nach vorne. Und Petric kriegt den Ball. Spielt zu Türe. Türe jetzt gegen Cutlet, gegen Friedrich. Macht aber den Fehlpass und es gibt... Es war ein Foul. Und es gibt eine Auswechslung. Skelebret von Hamburg wird den Platz verlassen. Tesche kommt für ihn. Es gab da in der Mitte gerade einen Foul. Es gibt den Freistoß für Leverkusen. Ledo wird ihn ausführen von hinten. Bringt aber so gut wie nichts, denn Hamburg dominiert das Spiel zu Hause gegen Leverkusen. Augo, Tesche, Augo, Jauli, Türe, Petric. Jauli und Petric liegt am Boden. Und das Spiel wird auch unterbrochen. Petric liegt am Boden. Ist verletzt. Deswegen wird er ausgewechselt. Petric geht raus, weil er verletzt ist. Son kommt für ihn rein. Es gibt den Schiedsrichterball. Und auch die Fairness der Leverkusener. Ja, wie gesagt, Petric hat sich verletzt im Zweikampf eben gerade. Wurde deswegen ausgewechselt. Son spielt jetzt für ihn. Der Mann, der die beiden Tore gemacht hat, ist raus. Einwurf für Hamburg, Auge auf Jansen und Berg. Jetzt Son, der eben gerade reingekommen ist und der hat Kraft. Das merkt man, Son hat Kraft darin und auch ein bisschen Taktik. Berg jetzt, Berg schießt und beinahe, aber auch nur knapp am Tor vorbei. Leno jetzt mit Abstoß. In der 72. Minute und da war schon wieder was. Es gibt Freistoß für Hamburg und den kriegen die Leverkusener diesmal und da legt sich schon wieder der nächste Hamburger hin. Die Leverkusener sind hart in den Zweikämpfen jedenfalls. Robuster gehen sie rein. Rolfes, Ballack, Schürrle. Und der Fehlpass, Tscheche, Burma, Tscheche, Jansen. Auge. Und Berg. Son. Türe. Da unten ist Berg und Ledo kommt nicht raus, aber Berg kriegt den Ball auch nicht mehr. Keine schlechte Idee von Son, doch Berg hat den Ball nicht gekriegt. Es geht Abstoß vom Kasten. Lino jetzt mit weiten Abstoß vorne Schürle. Aber doch, die Leverkusener sichern sich doch den Ball. Kiesling jetzt. Rolfes. Schürle. Augusto.
Renato Augusto. Der die York schießt, Drobny hält. 18. Minute, der erste Schusschance für die Leverkusener im ganzen Spiel. Und die machen jetzt richtig Druck. Schürrle, Kießling. Schürrle. Renato Augusto. Ballack schießt einfach drauf und Drobny bleibt stehen und hält den Ball. Er lässt ihn abprallen, aber es geht gut aus. Son jetzt müsste schnell spielen. Vorne ist nämlich Dürre frei. Und unten rennt Berg. Aber Dürre muss jetzt mal durch gegen Kropak sich durchsetzen. Das macht er nicht. Castro. Das Spiel ist gleich vorbei. Es steht immer noch 2 zurück für den Hamburger SV. Ballack. Cutlet. Schürrle. Derdiok. Ballack. Cutlet. Ballack. Und der Fehlpass und Hamburg hat den Ball jetzt wieder. Son. Berg. Jarolin. Berg. Tesche. Jansen. 2 Minuten mehr nachgespielt, dann ist das vorbei. Es steht immer noch 2:0 für Hamburg und Hamburg hat den Ball. Gerade Berg. Jarolin. Son. Son. Wird da geblockt von 3 Leverkusener gleichzeitig, die auch jetzt den Ball haben. Und damit war es das auch schon. Das Spiel ist vorbei. Hamburg gewinnt souverän durch Petritsch, der 2 Tore geschossen hat, der sich am Ende der Partie verletzt hat. Das war meine Prognose zu dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Ich würde mich freuen und schreibt was in die Kommentare dazu. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Vielleicht sehen wir uns in einer meiner nächsten Prognosen wieder. Ich würde mich sehr freuen darüber. Auf Wiedersehen.